Hallo und willkommen zum letzten signifikanten Teil unseres Kapitels zu Message Queuing. Ich möchte mit Ihnen hier noch einen Aspekt besprechen, der im Kafka-Kontext hochgekommen ist. Wir haben möglicherweise eine Gruppe von Knoten, unter der wir einen einzelnen Knoten herausheben wollen, mit Zusatzaufgaben zum Versehen wollen, zum Anführer machen. Das sogenannte Leader-Election-Problem. Kafka sprach dabei von Leadern und Followern. Innerhalb einer einzelnen Gruppe von Knoten soll es genau einen Leader geben. Followers wissen, wer dieser Leader ist. Und hier hatten wir beim Kafka-Beispiel den Leader die Aufgabe gegeben, Updates in die richtige Reihenfolge zu bringen, im Prinzip als Serialisierungspunkt zu dienen. Das Problem ist, wie gehen wir damit um, dass ein Anführer möglicherweise ausfällt? Dann brauchen wir natürlich einen neuen Anführer aus der Menge der vorhandenen Follower. Das ist ja die Mitglieder dieses Clusters. Allgemeiner gesprochen, wir müssen das Leader-Election-Problem lösen. Dabei können wir unterstellen, dass wir ein verteiltes System haben, das aus mehr oder minder homogenen Teilnehmern besteht. Wenn die nicht homogen sind bezüglich Leistungsfähigkeit oder Ähnliches, dann kann man das balancieren. Das ist nicht der interessante Punkt hier. Der interessante Punkt ist, wie stellen wir sicher, dass wir einen und genau einen aus dieser Gruppe auswählen, sodass der Leader weiß, dass er ausgewählt wurde und dass alle anderen wissen, dass dieser Knoten der neue Anführer ist. Wir müssen die Symmetrie zwischen den Teilnehmern brechen. Das ist immer das Problem an dieser Stelle. Wie gesagt, es muss unzweideutig klar sein für alle Gruppenmitglieder, wer dieser Anführer ist. So, das kann man jetzt in verschiedener Form machen. Die nächsten paar Folien besprechen jetzt sehr simple Verfahren, wie man das tun kann. Zum Beispiel, wenn Sie die Knoten in einem Ring angeordnet haben und nur mit dem Nachbarknoten kommunizieren können. Sobald Sie eine Unique ID haben, können Sie die benutzen, um Symmetrie zu brechen. Das ist relativ simpel. Man kann das auch in allgemeinen Graphen sich überlegen. Nicht in einem Ring, sondern in einem beliebig strukturierten Graphen. Dann läuft es in der Regel darauf hinaus, dass Sie sowas wie einen Spannbaum erzeugen oder dass Sie entlang eines breiten Suchbaums Ihre UIDs verteilen und die wieder einsammeln. Das kann man alles machen, aber in Anbetracht des doch fortgeschrittenen Stands der Vorlesung möchte ich diese beiden Teile überspringen und auslassen und mich auf den praktisch extrem wichtigen Fall des randomisierten Timeouts konzentrieren. Lassen Sie uns damit weitermachen. Der randomisierte Timeout geht von folgendem Szenario aus, genauer die Version, die ich hier bespreche. Alle Knoten sind in der Lage, direkt miteinander zu kommunizieren. Ich habe ein Broadcast-Medium zur Verfügung. Das mag gelegentlich mal Nachrichten verlieren, im Großen und Ganzen ist es leidlich verlässlich. Ich kann aber nicht davon ausgehen, dass die Latenzen zwischen allen meinen Knoten irgendwie gleich sind. Das kann natürlich variieren, die können zufällig variieren, das weiß man nicht. Ich weiß, wie viele und welche Knoten Teilnehmer meines Gesamtsystems sind. Jeder Knoten weiß von allen anderen Knoten. Ich gehe davon aus, dass Prozesse ausfallen können, dass sie dann fail silent sind, also sie reden dann keinen Unsinn oder ähnliches, sondern sie sind einfach stumm. Sie können aber auch zu einem späteren, nicht im Voraus vorhersehbaren Zeitpunkt wieder der Gruppe beitreten und mitmachen. Praktisch werde ich noch ein paar Dinge unterstellen, dass ein Broadcast einen vernachlässigbaren Zeitaufwand verursacht im Vergleich zur mittleren Lebensdauer meiner Knoten. Also ich kann innerhalb einer mittleren Ausfallzeit sehr, sehr, sehr viele Broadcasts durchführen und das ist ja auch eine plausible Unterstellung. Also wenn meine Knoten dauernd ausfallen, während ich noch broadcaste, dann werde ich kein realistisches System bauen können. Okay. Im Regelbetrieb werden meine Knoten immer nur mit dem Anführer reden. Sie werden nicht direkt miteinander reden. Das passiert lediglich, wenn wir einen neuen Anführer auswürfeln müssen. Und würfeln ist hier tatsächlich im zufälligen Sinne gemeint. Das Verfahren, das ich Ihnen hier vorstellen möchte, kommt aus dem Raft-Kontext. Raft ist ein Konsensprotokoll, was wir uns in Kapitel 13 genauer anschauen werden. Hier brauchen wir allerdings erstmal nur den Leader-Election-Teil davon. Das ist im Wesentlichen Abschnitt 5.2 aus dieser Quelle 5 hier. Was ich Ihnen aber sehr ans Herz legen würde, ist, schauen Sie sich die hier als Quelle 7 verlinkte Animation an.
Das beschreibt das Video dort oder die Animation beschreibt eigentlich mehr als nur die Leader Election. Es beschreibt das gesamte Konsensprotokoll. Das wird am Ende und am Anfang vielleicht nicht verständlich sein. Das kommt dann im späteren Kapitel. Aber so ungefähr in der Mitte ist der Teil zu Leader Election, der das, was ich hier versuche zu erklären, noch mit einer sehr schönen, sehr anschaulichen Animation darstellt, durch die Sie auch selber vor- und zurückspulen können. Ich glaube, es hat keinen Sinn, wenn ich das jetzt hier in dieses Video kopiere. Schauen Sie sich bitte die Quelle hier direkt an. Okay. Was ist die Idee? Die Idee dabei ist zu sagen, mein Leader macht Heartbeats an seine Follower. Also er schickt I'm Alive-Nachrichten aus. Das macht er typischerweise mehr oder minder regelmäßig, aber das kann auch ein bisschen verwürfelt werden durch die zufälligen Nachrichtenlaufzeiten. Und weil hier Unsicherheit vorhanden ist, wird jeder einzelne Follower einen Timeout setzen. Weil Unsicherheit vorhanden ist, werden wir diesen Timeout auch randomisieren. Ich weiß hier nicht genau genug, um vorherzusagen, wann dieser Heartbeat jetzt eintreffen sollte. Also nehme ich einen zufälligen Timeout hier. Den werde ich nicht zu klein und nicht zu groß wählen, darüber reden wir gleich noch, aber das ist erstmal die Grundidee. So, und jetzt werde ich erwarten, dass innerhalb eines solchen Timeouts eine bestimmte Anzahl an Heartbeats, an I'm Alive-Nachrichten eingetroffen sind. Dann nehme ich an, dass mein Anführer noch funktioniert und lebendig ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werde ich mich selber zum König ausrufen. Der König ist tot, lang lebe der König. Ich bin der Neue. Und was brauche ich dazu? Ich brauche Bestätigung von meinen anderen Kollegen. Ich warte auf Zustimmung, dass sie mir jetzt folgen werden. Das Wort Treueeid liegt einem auf der Zunge, aber das lassen wir hier mal weg. Was werde ich tun? Ich werde mich selber tatsächlich zum wirklichen König ausgerufen haben, das eben war ja erstmal nur die Anspruchserklärung, sobald ich die Mehrheit der anderen Knoten auf meiner Seite weiß. Warum mache ich das so kompliziert? Naja, weil ja die zufälligen Timeouts sich zeitlich überlappen könnten. Es könnte ja sein, dass ungefähr zum gleichen Zeitpunkt zwei Knoten ihren Anführer, ihren bisherigen Leader als für tot halten. Und mir damit gleichzeitig jetzt versuchen, sich selber zum neuen Anführer aufzuwerfen. Und dann kann es wegen der unterschiedlichen Nachrichtenlaufzeiten ja sein, dass sich manche Knoten dem einen und andere dem anderen neuen Anführer anschließen. Und dann habe ich wieder die Unzweideutigkeit verletzt. Es kann nur einen geben. Es kann nur einen Anführer geben, egal wie das hier passiert. Aber sobald ich die Mehrheit auf meiner Seite habe, dann kann ich allen nochmal sagen, ich bin es wirklich. So, wie gehen wir mit diesen Konflikten um? Das machen wir in folgendem Mechanismus. Ein Leader, ein Anführer, hat eine sogenannte Term Number, eine laufende Nummer für seine Amtsperiode. Ich glaube, ich bleibe beim Begriff Term Number. Hat eine Term Number und die wird er in alle seine Nachrichten mit draufschreiben, insbesondere in seine Heartbeats. Ich bin Leader X mit Amtszeit 13. Leader X Amtszeit 13. Leader X Amtszeit 13. Wenn ich jetzt als Y meinem Leader X nicht mehr folgen möchte, weil ich seine Heartbeats nicht gehört habe und ihn für tot halte, dann werde ich mich mit einer höheren, mit der nächsthöheren Amtszeit Term Number zum neuen Anführer ausrufen. Folgt Y mit Nummer 14. Folgt Y mit Nummer 14. Das werde ich in meine Wahlkampfnachricht eintragen. Und diese Term Number möchte ich auch in meinen Stimmabgaben haben. Jawohl, ich folge Y mit der 14. Ich folge Y mit der Nummer 14. Das ist die Idee. Wenn ich die Mehrheit der Stimmen mit der Nummer 14 habe, für die Amtszeit Nummer 14, dann bin ich der Anführer für diese Amtsperiode. Okay? Wofür stimme ich jetzt ab als Unbeteiligter? Mein Timeout ist noch lange nicht abgelaufen. Ich stimme ab für den ersten, von dem ich höre, dass er sich als neuer Anführer ausruft. Okay? Und natürlich stimme ich für mich selbst, das ist auch klar. So, was ist mit dem momentanen Anführer? Vielleicht ist er ja gar nicht tot. Vielleicht sind nur zu dem neuen Y-Anführer Nachrichten verloren gegangen. Das ist nicht schlimm, der ist vermutlich froh, den Job los zu sein und wird selber sofort sich Y anschließen. Ich finde es toll, dass Y jetzt die Arbeit macht. Ich bin auch für Y mit Nummer 14.
Ja, das ist eigentlich schon das ganze Verfahren. Das ist eigentlich ein relativ banales Verfahren, aber in Praxi sehr tauglich. Hier noch die Zustandsmaschine. Es gibt im Wesentlichen drei Zustände. Sie sind entweder ganz normaler Follower und warten auf ihre Heartbeats. Sie sind Anführer und müssen Heartbeats schicken. Und sie sind möglicherweise Kandidat. Wie gesagt, durch einen Timeout gehen Sie und vielleicht auch mehr oder minder gleichzeitig ein Kollege, Follower, in den Zustand Start Election über. Sie rufen sich als neuer Anführer aus mit der neuen Term Number um 1 erhöht. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, Sie haben tatsächlich die Mehrheit der Stimmen auf Ihre Seite gezogen. Sie rufen sich selbst jetzt wirklich zum neuen Anführer aus. Der bisherige Anführer tritt ab und wird zum Follower. Oder jemand anders hat sich mehr oder minder gleichzeitig mit Ihnen zum Anführer ausgerufen, der gewinnt aber die Abstimmung, das heißt, Sie haben nur die Minderheit der Stimmen, Sie treten zurück ins Glied und werden wieder Follower. Und was auch sein kann, keiner gewinnt die Runde 14, weder Y noch Q, weil sich die Stimmen gleich verteilen oder manche auch gar nicht abstimmen oder es gibt Y, Q, P, R und S, die alle gleichzeitig Anführer werden wollen und die Stimmen verteilen. Dann haben wir hier ein Timeout, wir haben auch in diesem Zustand ein Timeout, sodass wir hier einfach mit der Runde 15 weitermachen. Und auch dieser Timeout ist natürlich randomisiert, sodass jetzt hier auch an der 14. Runde unbeteiligter Knoten möglicherweise hier mit eintreten kann. Okay, funktioniert das? Das funktioniert. Das ist nochmal aufgeschrieben, was ich Ihnen gerade erzählt habe. Hier muss man noch ein Wort drüber verlieren, wie diese Timeouts sinnvollerweise sind. Wie gesagt, ein Timeout sollte 1 bis 2 Größenordnungen länger sein als das, was Sie zum Broadcasten brauchen. Sie sollten mehrere Größenordnungen kürzer sein als die Mean Time Between Failures. Aber dies ja typischerweise Stunden, Tage, Monate. Das ist unkritisch. Typische Werte, die Sie finden, sind so irgendwas von wenigen 100 Millisekunden. Ist für einen typischen Cluster-Einsatz eine übliche Überlegung. Jetzt können Sie sich noch überlegen, in diesem Verfahren, wie viel Randomisierung packen Sie da rein? Und jetzt haben Sie da zwei Aspekte. Was passiert denn, wenn Sie sehr wenig randomisieren? Also wenn Sie sagen, okay, wir nehmen einen Mittelwert von 300 Millisekunden, wir alle Follower nehmen 300 Millisekunden und wir randomisieren, indem wir jetzt eine gleichverteilte Zwischenzeit obendrauf addieren, die zwischen 0 Millisekunden und 1 Millisekunde gleichverteilt ist. Also Sie werden Timeout nach 300 und 301 Millisekunde haben. Naja, Sie kriegen praktisch gleichzeitig alle werden zu Kandidaten. So schnell können Sie auch wieder nicht broadcasten, sodass Sie ganz viele Kandidaten haben. Sehr viele Konflikte. Sie werden sehr lange, sehr oft wiederholen müssen. Andererseits, die geringe Randomisierung sagt Ihnen auch, dass Sie ziemlich genau wissen und dass Sie sehr präzise sagen können, wann es den nächsten Anführer geben wird. Also wenn Sie zu wenig randomisieren, haben Sie viele Kollisionen, weil Sie zu viele Kandidaten haben. Wenn Sie zu viel randomisieren, dann legen Sie ja auf Ihren unteren Wert eine große Schwankungsbreite obendrauf, starke Varianz. Das heißt, Sie werden zwischen Minimum und Maximum stark streuen. Das heißt, tatsächlich wird Ihr erwartetes Minimum größer werden. Sie warten länger. Das kann man sich jetzt anschauen. Hier ist vielleicht noch ein kleines Bildchen dazu. Was passiert, wenn Sie hier von, also überhaupt nicht, praktisch überhaupt nicht randomisieren, immer mehr randomisieren. Hier dann 150 bis 300 Millisekunden. Hier ist die Verteilungsfunktion aufgetragen, bis tatsächlich ein neuer Anführer korrekt ausgerufen werden konnte. Auf verschiedenen Zeitskalen. Ich finde, das ist ein schönes Beispiel, wo man sehr, sehr, sehr schön sieht, wie man Randomisierung sinnvoll einstellen und parametrieren muss, damit es in Praxis tatsächlich auch funktioniert. Gut, das ist eigentlich schon das ganze Verfahren. Wie gesagt, das ist relativ simpel. Schauen Sie sich die Animation noch an, dann wird das vielleicht bestimmt nochmal deutlich klarer. In Praxis können Sie Leader Election als separates für sich stehendes Teilkomponente benutzen. Evil wäre so ein Beispiel.
Aber typischerweise werden Sie das finden als Komponente in anderen Systemen eingebaut. Zookeeper, was wir später noch besprechen werden, ist ein typisches Beispiel dafür. etcd als ein verwandtes System davon. Es ist eher die Ausnahme, dass Sie eine Leader Election losgelöst für sich genommen brauchen, meistens. Meistens ist das ein Baustein in anderen Systemen. So, lassen Sie mich das zusammenfassen. Wir haben über Message Queuing geredet und ich hoffe, ich habe Sie überzeugt. Message Queuing ist tatsächlich eine coole Sache. Ist eigentlich ein tolles Programmiermodell. Message Queuing, Message Bus, je nachdem, wie Sie das auffassen wollen, ist ein tolles Programmiermodell. Die diversen Decouplings, die Sie hier haben, die Vorstellung, Sie schmeißen eine Nachricht in die Luft und es wird sie genau einer auffangen und es ist genau der sich für diese Nachrichten interessiert. Sie müssen sich keine Gedanken machen, an einen bestimmten Knoten zu senden. Sie müssen sich keine Gedanken über diese Garantien machen. Sie bekommen in Praxis ja dann doch exactly once, auch wenn es theoretisch nicht geht. Das ist alles sehr schön. Und die komplizierten Dinge wie Fehlertoleranz und ähnliches werden Ihnen durch reale Systeme sehr gut verborgen. Es gibt ganz, ganz viele tolle Werkzeuge, um das zu bauen. Es gibt ganz viele Message Queuing Broker, die Ihnen viele, viele schöne Goodies noch obendrauf bauen. Aber andererseits übertreiben Sie es nicht, nur weil Sie jetzt einmal Message Queuing toll gefunden haben. Es ist nicht immer die Antwort. Denken Sie dran, Sie haben Latenzkosten, Sie müssen Storage bezahlen, Verarbeitungsaufwand kommt dazu. Und je nachdem, wie Ihre Anwendung strukturiert ist, ist dieses ganze Decoupling einfach auch einfach egal. Sie brauchen keine Lastbalancierung, Sie sind vielleicht eher an Realtime-Eigenschaften interessiert. Möglicherweise ist es egal oder es stört Sie sogar. Es gibt dazu unglaublich viel Diskussionen online, in den verschiedensten Foren, auch in Papers etc. Halten Sie da die Augen offen, laufen Sie nicht so blind dem Strom hinterher und denken, jawohl, alles macht Message Queuing, müssen wir auch machen. Ja, das ist eigentlich dieses Kapitel. Das folgende Kapitel dreht sich dann um das Replizieren von Speicher, damit Sie auch solche Nachrichten wirklich nicht verlieren und trotzdem noch vernünftige Semantik beim Zugriff auf diese Nachrichten und diesen replizierten Speicher bekommen. Zunächst mal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Video.